Nach dem Erfolg des ersten Teils und dem Game Boy Advance Ableger Chain of Memories erwartete die Welt mit Freuden den Release des offiziellen zweiten Teils in der Reihe. Kingdom Hearts 2. Der Release war damals stark verschoben. In Japan kam das Spiel im Dezember 2005 heraus, in Amerika im März 2006 und in Europa erst am 29. September 2006. Ich weiß noch, wie ungeduldig ich war in dieser Zeit und sich immer mehr Webseiten mit Spoilern und Gameplay-Videos gefüllt haben. Ich war tatsächlich so dumm und habe mir damals den Endkampf gespoilert. Unglaublich. Nichtsdestotrotz war der Hype für das Spiel unglaublich groß. Nicht nur, dass wir alte Welten wieder besuchen konnten, sondern auch neue Welten eingeführt wurden, auf die wir lange gewartet hatten. Und das machte die Wartezeit unerträglich. Also im Vergleich zum ersten Teil gefällt mir Kingdom Hearts 2 sogar noch besser. Es hat alles genommen, was mir am ersten Teil gefallen hat und hat das nochmal ein bisschen größer gezogen, ein bisschen verbessert, verstärkt. Kingdom Hearts 2 hat mir aus mehreren Gründen besser gefallen. Ich mochte, dass da nochmal der Story ja eine gewisse Düsternis hinzugekommen ist durch Roxas und so und Sora, dass da nochmal so ein bisschen die Story auch an Tiefe gewonnen hat. Bei Kingdom Hearts 2 gab es tatsächlich einige Sachen, die mir im Vergleich zum ersten Teil besser gefallen haben. Zum einen natürlich auf jeden Fall die Charaktere, denn im Vergleich zu den meisten ist mein Lieblingscharakter gar nicht Sora. Mein Liebling war theoretisch von Anfang an, seit er aufgetaucht ist, Roxas. Diese ganze Roxas-Geschichte, die habe ich überhaupt nicht verstanden und ich habe auf der Packung geguckt, ich bin ins Internet, hab geschaut, was denn das? Wo ist Sora hin? Das ist doch doof. Donald, Goofy, wo sind die? Ne? Ich war am Anfang erschüttert, aber ich glaube, als ich jünger war, war ich generell etwas weniger offen für Neues. Und heute muss ich sagen, dass es erzähltechnisch cool war. Es hat nochmal eine ganz andere Seite beleuchtet, die Welten von einer anderen Seite beleuchtet, hat uns andere Charaktere vorgestellt. Das hat das Spiel für mich irgendwie nochmal besser gemacht als den Vorgänger, weil irgendwie die alten Charaktere tauchten alle auf und gleichzeitig gab es aber noch einen kompletten Schwung neue coole Charaktere. Tauchen wir an dieser Stelle gleich ab in die Geschichte. Wie eben schon erwähnt, starten wir in Kingdom Hearts 2 nicht mit Sora, Donald und Goofy, sondern einem uns bis dahin unbekannten neuen Charakter, Roxas. Roxas scheint ein unbeschwertes Leben in der Stadt Twilight Town zu führen. Es sind die letzten Tage der Sommerferien und er und seine Freunde Haina, Pence und Olette wollen sich Geld verdienen, um zum Strand zu fahren. Roxas Alltag wird regelmäßig von seltsamen Ereignissen unterbrochen und schnell findet er sich im Besitz des Schlüsselschwerts und im Kampf gegen die Niemande. Die Organisation 13 taucht auf und wir sehen, dass Roxas offensichtlich beobachtet wird. Die Tage streiten voran und in Roxas Kopf tauchen mehr und mehr Erinnerungen von Sora und seinen Erlebnissen aus den letzten Spielen auf. Er verfolgt die Spuren zu einer alten verlassenen Villa in der Stadt und findet heraus, dass er sich in einem digitalen Abbild von Twilight Town befindet und von dem mysteriösen Dies überwacht wurde. Roxas gelingt es, aus der digitalen Welt zu entfliehen und entdeckt Sora in seiner Kapsel, in die er am Ende von Chain of Memories gestiegen ist. Roxas ist der Niemand von Sora. Dieser entstand, als sich Sora am ersten Teil in Hollow Bastion mit Rikus Schlüsselschwert selbst geopfert hatte. Dadurch entstand nicht nur ein Herzloser, sondern auch ein Niemand. Ein Lebewesen aus dem zurückgelassenen Körper von Sora. Also das war ja theoretisch dieser Weg, wie Roxas dann langsam sich an alles erinnert. Und am interessantesten fand ich da wirklich das Ende, wo er dann in die Villa geht und sich am Ende auch wieder an Axel erinnert. Ich mochte eigentlich alle Szenen, wo Axel auftrat. Er ist einfach ein mega cooler Charakter. Und ich glaube, mir hat dann der Bossfight gegen ihn und so diese ganze Wahrheit, und das hat mir gut gefallen. Das hat mir, also diese Entwicklung einfach, und dann, als man auch gemerkt hat, okay, Axel ist wirklich so ein ambivalenter Charakter. Er ist zwar da mit Roxas verbündet, eigentlich ist sein Freund, aber er ist halt trotzdem für seine Sache.
Wieder vereint verschwindet Roxas fürs Erste aus der Geschichte und unsere drei Helden erwachen aus ihrem einjährigen Schlaf. Sie sehen sich in Twilight Town um und werden gleich mit ihren neuen Gegnern, den Niemanden, konfrontiert. König Mickey taucht in letzter Sekunde auf, um die drei zu retten. Er schickt sie zu seinem alten Lehrmeister Jens Sid, der gerade von Kater Carlo heimgesucht wird. Dieser steckt in Kingdom Hearts 2 unter einer Decke mit Malefiz, weiß aber immer noch nicht, dass sie vor über einem Jahr schon von Sora besiegt wurde. Jens Sid erklärt dem Trio, was inzwischen alles in der Welt passiert ist, und Sora bekommt von den drei guten Feen eine neue magische Rüstung und das Gummischiff kehrt zurück. Sora, Donald und Goofy müssen nun die Welten bereisen, um neue Wege und Portale zwischen den Welten zu öffnen. Dies schaffen sie, indem sie den Menschen in den Disney-Welten bei ihren Problemen helfen. Dabei sind sie weiterhin stets auf der Suche nach Mickey und Riku. Als erstes kehren die drei nach Hollow Bastion zurück und sehen nach, wie es um den Wiederaufbau der Stadt steht. Die Final Fantasy-Charaktere und Merlin begrüßen sie herzlich, bis auf einmal die Organisation 13 auftaucht, um sich Sora vorzustellen. Nach einem kurzen Kampf verziehen sich die neuen Bösewichte wieder und Sora öffnet eine erste neue Route zu weiteren Welten. Malefiz ist in der Zwischenzeit auf mysteriöse Weise zurückgekehrt. Es gibt ein paar freudige Wiedersehen mit Herkules, Belle und dem Beast, sowie Mushu, der mittlerweile wieder in seiner Heimat bei Mulan gelandet ist und die Ereignisse des ersten Films stattfinden. Sora, Donald und Goofy helfen ihren neuen und alten Freunden aus, wo sie können, scheinen jedoch lange im Dunkel zu tappen, was die Suche nach Mickey, Riku und der Organisation 13 angeht. Währenddessen wird Kairi auf den Destiny Islands von Axel heimgesucht, der sie in die Welt der Organisation 13, die Welt, die niemals war, bringen will. You're not acting very friendly. Für Donald und Goofy geht es zurück in ihre Heimat, denn wir besuchen Schloss Disney, nachdem uns ein Notsignal von Königin Minnie erreicht. Endlich sind Donald und Goofy seit dem Beginn ihrer Reise wieder zu Hause. Doch die Freude hält nicht lange an, denn auch in dieser Welt haben sich die Herzlosen breit gemacht, dank der Hilfe von Malefiz und Carlo, die ein weiteres Mal versuchen, die Welten an sich zu reißen. Mit Merlins Hilfe können Sora, Donald und Goofy jedoch das Schlimmste verhindern und weitere Welten öffnen sich für unser Trio. Agrabah, Halloween Town und Atlantica. Meine Lieblingswelt muss mit Abstand einfach Atlantica sein. Ich stehe total drauf, wenn ich in Spielen irgendwie singen kann, obwohl die Welt gerade untergeht und ich muss nur die richtige Taste drücken und dann passiert das. Nee, ist natürlich Quatsch. Und meine Lieblingswelt war natürlich mal wieder Halloween Town. Ich liebe diese Welt einfach. Es ist einfach immer toll. Und dieses Mal war ja nicht der Hauptaspekt Oogie Boogie, der kam natürlich auch wieder vor, aber dieses Mal ging es dann in Halloween Town, dann ja noch wieder in die Weihnachtswelt. Und das ist halt einfach alles so cool gemacht und es macht so viel Spaß und die Charaktere sind alle so schön bekloppt. Und die Charakterdesigns von Sora, Donald und Goofy sind halt top und einfach meine Lieblingswelt immer. Aber auch neue Schauplätze eröffnen sich auf der Weltkarte. Die Fluch der Karibikwelt und die König der Löwenwelt, in der sich unsere Gang in Tiere verwandelt. Wobei zwei davon ja eigentlich schon längst Tiere waren, aber egal. Ich fand die König der Löwenwelt sehr, sehr cool. Einfach auch, weil man als kleiner Löwe rumlaufen konnte und es war richtig süß und hat irgendwie voll Spaß gemacht. Hey, check us out. Ein Hilferuf aus Hollow Bastion führt die Gruppe zurück in die Stadt. Die Herzlosen greifen an und das Sicherheitssystem der Stadt scheint außer Kontrolle. Sogar König Mickey ist eingetroffen, um zu helfen und versucht Sora, Donald und Goofy zu erklären, wer eigentlich gerade ihr wirklicher Feind ist. Zu ihrem Schock war der Ansem, den sie im ersten Teil besiegt haben, nur der Herzlose von dem Oberbösewicht Xehanort. Und sein Niemand, Xemnas, ist nun der Anführer der Organisation 13, die zurzeit allen das Leben schwer machen. Sora, Donald und Goofy begeben sich in den Computer der Stadt und können dort mit der Hilfe von Tron das Sicherheitssystem der Stadt wieder einschalten. Meine Lieblingswelt ist, glaube ich, Space Paranoids, weil ich finde cool, dass so einer alten Franchise wie Tron nochmal Platz gegeben wird und dass auch wirklich die Visuals aus dem Film genutzt wurden, ne? Also, dass da nicht versucht wurde, nochmal so ein Disneyfizierungs-Süßfilter drüber gelegt wurde, sondern dass das einfach genommen wurde, wie es war. Und es passt trotzdem rein. Und es ist großartig. Eine große Armee Herzloser greift Hollow Bastion an. Es kommt zu einer epischen Schlacht, in der nicht nur unsere drei Helden und König Mickey, sondern auch alle Final Fantasy Charaktere mithelfen, um die Herzlosen zu besiegen und den Anführer der Organisation 13 aufzuhalten.
Nachdem sich Goofy schützend vor König Mickey wirft, glauben zunächst alle, Goofy sei gestorben. Ja, wirklich. Und angetrieben von ihrer Wut stürzen sich Donald, Mickey und Sora in den Kampf. Aber Goofy geht zwei Szenen später wieder gut. Yay! Eingekreist von 1000 Herzlosen müssen sich unsere Helden jetzt den Weg freikämpfen. In einer fantastisch epischen Szene. Sie stellen Xemnas an einer Klippe, der sie darüber aufklärt, dass Sora mit dem Schlüsselschwert dem Zweck der Organisation 13 dient. Diese wollen so viele freigesetzte Herzen wie möglich sammeln, um ihr eigenes Kingdom Hearts zu erschaffen, mit dessen Hilfe sie wieder zu Menschen werden wollen. Und noch dazu wird Sora damit unter Druck gesetzt, dass Kairi entführt wurde. Er möchte sich nicht wehren und nicht gegen die Herzlosen kämpfen, um der Organisation zu helfen. Und die drei werden im letzten Moment von Malefiz aus dem Geschehen gerettet. Sie finden einen Hinweis in einer Box, der sie nach Twilight Town führt. Die drei beschließen also, in den Welten weiter nach Hinweisen zu suchen, und die ersten Mitglieder der Organisation 13 tauchen in den Welten auf und werden von Sora besiegt. Nachdem sie Twilight Town wieder ansteuern, holen sich die drei Hilfe von Haina, Pence und Olette. Zusammen untersuchen sie die alte Villa, in der sie zu Beginn ihrer Reise aufgewacht waren. Hier stellen sie fest, dass hier sehr wahrscheinlich der Weg zur Welt, die niemals war, liegt, dem Hauptsitz der Organisation 13. Mit Axels Hilfe schafft es Sora, einen Weg in die finale Welt des Spiels zu öffnen. Leider muss Axel dafür mit seinem Leben bezahlen. Seine letzten Momente verbringt er mit Erinnerungen an seinen Freund Roxas, der mittlerweile wieder mit Sora vereint ist. Gemeinsam mit König Mickey kommen unsere Helden in der Welt, die niemals war, an. Bevor sie jedoch zum Schloss der Organisation 13 voranschreiten können, wehrt sich Roxas in Soras Körper noch ein letztes Mal und es kommt zu einem Kampf. Geschlagen akzeptiert Roxas, dass er Teil eines guten Menschen ist, und die Gruppe setzt ihre Reise fort. Innerhalb des Schlosses stellen sich die letzten Organisationsmitglieder Sora und seinen Freunden in den Weg, jedoch ohne großen Erfolg. Die Niemande fallen wie die Fliegen. Und mit ein wenig Hilfe von Namine gelingt es den drei Freunden von Destiny Island, sich wiederzufinden. Riku, Kairi und Sora sind endlich wieder vereint. Gemeinsam gilt es, sich jetzt Xemnas zu stellen, der kurz davor steht, sein eigenes, künstliches Kingdom Hearts zu vollenden. Der mysteriöse Dies taucht ebenfalls im Schloss auf und gibt sich als der echte Ansem zu erkennen, der Lehrmeister von Xehanort. Weil es mich einfach gefreut hat, ist mir der Moment sehr in Erinnerung geblieben, wo Ansem, Ansem the Wise, der Echte, mit seiner kleinen Maschine dasteht und dann dieses Herz am Himmel wegballern will quasi, reinziehen will. Das klappt aber natürlich nicht. Und dieses ganze Gespräch, was da stattfindet, wo Ansem nochmal mit und über Xehanort spricht, was für Fehler er bei der Forschung gemacht hat und dies und das, das war für mich, glaube ich, sehr wichtig, um, wie gesagt, mich besser in der Welt zurechtzufinden. Und dann hat natürlich Riku auch noch seinen eigenen Körper zurückbekommen. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr großes Ziel, was wir ja jetzt seit zwei Spielen schon verfolgt haben, tatsächlich dann jetzt erreicht. Kairi ist da, Riku ist da. Schön. Es liegt also jetzt an den drei Schlüsselschwertträgern, Xemnas zu stoppen. In einem epischen Endkampf kommt es zum Finale. Die Gruppe sieht sich zuerst als siegreich. Doch gerade als alle schon nach Hause gehen wollen, taucht Xemnas ein letztes Mal auf und Sora und Riku müssen nochmal ohne Hilfe gegen den Niemand antreten. Und gemeinsam schaffen sie es, Xemnas zu besiegen. Verloren zwischen den Welten finden sich Sora und Riku an einem Strand im Reich der Dunkelheit wieder. Und gerade als sie ihr Schicksal akzeptieren wollen, erreicht sie einen Brief von Kairi in einer Flaschenpost. Und die Verbindung von Soras Herz öffnet eine Tür zum Licht. Sora und Riku kommen gesund und munter auf den Destiny Islands an und sind vereint mit ihren Freunden. Und alles scheint gut. Fürs Erste. Und das war die Geschichte von Kingdom Hearts 2. Natürlich haben wir auch viele Details hier ausgelassen. Aber im Groben und Ganzen ist das, was im zweiten Teil passiert. Wie ihr schon bemerkt habt, steht Teil 3 jetzt endlich vor der Tür. Leider konnten wir nicht rechtzeitig über alle Kingdom Hearts Teile in diesen Videos reden. Aber ich hoffe trotzdem, dass euch die Videos gefallen haben und ihr euch ein wenig auf den dritten Teil vorbereiten konntet. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei all meinen Gästen bedanken. Schaut unbedingt bei ihnen vorbei. Und ich hoffe, dass wir uns wieder mal auf dem Kanal hier sehen.
Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch gerne einen Like, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und den Kanal von meinen Gästen, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann sehen wir uns gerne mal in einem anderen Video. Macht's gut und bis bald. Ciao.